Moin Leute, irgendwann musste es passieren. Werder verliert mit Trainer Ole Werner. Das erste Spiel ist passiert in Heidenheim. Ein bisschen bitter, weil die Konkurrenz auch nur einen Punkt geholt hatte, beziehungsweise die unmittelbare Konkurrenz mit Darmstadt und St. Pauli. Schalke ist wieder näher dran gekommen, Heidenheim ist näher rangerückt, Nürnberg ist näher rangerückt. Das heißt, man hatte eigentlich die Möglichkeit, sich in eine noch komfortablere Situation zu spielen, hat es nicht geschafft, ist aufgrund des Torverhältnisses jetzt auch von 1 auf die 3 abgerutscht. Ist erstmal noch kein Beinbruch, aber es gibt die ein oder andere Hiobsbotschaft noch on top. Eine davon gab es ja schon vor dem Spiel mit dem Ausfall von Toprak. Wieder die alte Muskelverletzung, wieder wird er mehrere Wochen ausfallen. Wie wir wissen, er wurde ersetzt durch Mai. An der Stelle muss und darf man das eben auch einfach sagen. Mai wirklich mit einem unfassbar schlechten Tag, nicht gut in Zweikämpfen, hat sich immer wieder rauslocken lassen. Wirklich auch schlechte Zuspiele, so mega viel Unsicherheit ausgestrahlt. Auch wenn er dann ins Laufduell kam, überhaupt kein Antritt. Also das ist dann halt auch irgendwann echt keine Qualität mehr, um irgendwen in der Innenverteidigung adäquat ersetzen zu können. Klingt jetzt alles ein bisschen vernichtend und hart, aber man muss auch eben einfach bei Mai sagen, dass das jetzt nicht irgendwie seine erste Chance war. Und natürlich, er hat jetzt zuletzt nicht häufig gespielt, aber auch wenn er gespielt hat, hat er diese Böcke immer wieder drin gehabt, kaum Entwicklung gehabt. Und das ist kein Spieler, der unserem Spiel irgendwie eine Art von Sicherheit gibt, gerade wenn es darum geht, den ultimativen Chef Toprak ersetzen zu müssen. Dazu kam ja dann auch, dass Mai auf der rechten Seite in dieser Dreierkette in der Innenverteidigung war, gemeinsam mit Weiser, den es eher nach vorne zieht. Der hatte in den letzten Wochen viele gute Situationen mit drin gehabt, aber auch das kaschiert so ein bisschen diese fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive, denn auch da waren die Räume und Lücken einfach immer viel zu groß, dass die Heidenheimer die bespielen konnten, und das hat Werder auf der Seite defensiv zumindest überhaupt nicht gut gelöst. Insgesamt ist man auch echt unfassbar schlecht in das Spiel reingekommen, hat dann irgendwann so nach 10, 15 Minuten angefangen Fußball zu spielen, sich plötzlich auch sehr, sehr gute Möglichkeiten erspielt. Da hatte man wirklich Pech, beziehungsweise Heidenheim auch teilweise einen überragenden Torwart. Das gehört auch ein bisschen zum Spielverlauf dazu. Und in so einer Phase kassiert man dann so ein richtiges Traumtor zum 0:1. Thema Traumtore gegen Werder diese Saison. Da will und darf anscheinend auch jeder mal. Aber das ging auch wieder über die eben erwähnte rechte Seite. Das war eben einfach ein großes Defizit in dem Spiel. Pavlenka sonst auch echt nochmal stark in 2-1 gegen 1 Situationen, wo er wirklich überragend da pariert und Werder da vor Schlimmerem bewahrt hat. Duxch, ein wunderschönes Freistoßtor am Ende. Hätte es vielleicht nochmal spannend machen können, aber da hat Werder irgendwie zu wenig Push rausgezogen. Insgesamt muss man da auch sagen, generell kam er wenig aus dem Zentrum wieder mal in dem Spiel. Das ist halt einfach echt so ein Defizit, das die Bremer haben. Man muss halt eben dieses Mittelfeld häufig schnell übers Spiel kriegen. Das hat mal hier und da gut geklappt, aber über 90 Minuten gesehen halt eben nicht immer. Die Heidenheimer kamen auch immer mal wieder gefährlich vor das Bremer Tor, waren an dem Tag aber absolut kein unschlagbarer Gegner. Werder stand eben einfach nur unfassbar schlecht in der Defensive, beziehungsweise die Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen war dann mindestens noch mal genauso schlecht. Das muss man dann eben auch sagen. Und was dann noch dazu kommt, die Tatsache, dass Friedel jetzt auch verletzt ausfällt, vor allen Dingen auch im nächsten Spiel gegen die Darmstädter, also gerade dieser Ausfall von Toprak und Friedel, bringt Werder in wirklich sehr große Schwierigkeiten. Zwei enorm wichtige Spieler für Werder, die absolut auch für die Stabilität im Team stehen. Da muss man jetzt auch eben einfach gucken. Im nächsten Spiel wartet dann Darmstadt. Das ist halt einfach ein unfassbar undankbare oder ein unfassbar undankbarer Zeitpunkt dafür, dass das jetzt alles hier passiert ist. Man wird sehen, wie Werder das kompensiert. Dieses Jahr, muss man ja so ehrlich sein, hatte Werder enorm viel Glück mit Verletzungen. Die Schlüsselspieler sind eher nicht ausgefallen, auch nicht längerfristig. Und das ist jetzt eben nicht so. Gerade die Defensive, wo es eigentlich sehr wichtig wäre, gegen sehr offensiv starke Darmstädter die besten Leute an Bord zu haben, wird dann eben nicht optimal aufgestellt sein. Es wird für Werner die ersten richtig kniffligen Aufgaben zu bewältigen geben. Ich hoffe wirklich sehr, dass er da auch eventuell sogar eine Systemumstellung in Betracht zieht. Man kann dabei bleiben, aber ich würde mir doch sehr wünschen, dass es nicht darauf hinausläuft, dass wir mit 3 Spielern hinten spielen und ein Starter davon Mai ist in einer insgesamt sehr durcheinandergewürfelten Konstellation, weil das dem ganzen Konstrukt einfach, wie gesagt, noch mehr Instabilität geben würde. Jetzt habe ich ein bisschen viel Mai-Bashing in dieser Folge betrieben. Tut mir ein bisschen leid, aber ich finde, das reicht einfach nicht dauerhaft nur böse zu gucken, große Ziele zu haben, das Ganze aber nicht auf dem Platz umsetzen zu können. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Mai ein ganz unerfahrener Junge ist. Dementsprechend, da ist zwar noch irgendwie Entwicklungspotenzial da,
Aber das, was wir aktuell bei uns haben, ist halt eben nichts, was Werder aktuell hilft. Naja, aber wie gesagt, schlimmer sind halt eben die Ausfälle da hinten. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Vielleicht auch auf eure Umstellungsideen für das Spiel gegen Darmstadt. Wir schnacken drüber. Wie habt ihr sonst das Spiel gesehen? Glaubt ihr, dass Werder jetzt wegen dieser Niederlage einbrechen wird oder irgendwie nicht mehr diese Sicherheit ausstrahlen wird wie in den Wochen zuvor? Hat sich das vielleicht auch schon angedeutet über ein bisschen Schlampigkeiten in den paar Spielen davor? Da haben wir auch schon ein bisschen kritischer auf die Leistung blicken müssen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Also Leute, reingehauen. Ciao.